In dem heutigen Video werde ich euch Orochis Persönlichkeit näher bringen bzw. erklären, damit man ein bisschen Orochi besser versteht und wieso er so und so handelt und warum Oda eventuell ihn so als Charakter quasi erstellt hat. In Kapitel 929 wird uns Orochis Charakter näher gebracht. Und zwar bei dem Gespräch mit der CP0 sieht man, dass er ziemlich überheblich ist. Aufgrund seiner Macht und Verbindungen ist er halt völlig furchtlos und arrogant. Er sagte zur CP0 folgendes: Himmlische Drachen, Marinesoldaten, sie sollten wissen, dass wir nicht einmal Angst haben, es steht ihnen frei, all ihre Kräfte zusammenzutragen, um hier einzugreifen. Aber sie werden mein Land niemals stürzen. Das waren seine Worte. Er sagte auch, ich habe Kaido hinter meinem Rücken. Er erschoss sogar einen der CP0-Agenten in der Gewissheit, dass sie nichts gegen ihn unternehmen könnten. Man merkt sehr, dass er seinen Status als Shogun ausnutzt und genießt. Das sieht man zum Beispiel beim Bankett mit luxuriösen Speisen, Getränken, begleitet von raffinierter Musik, unter Geishas bzw. einfach die Noten der von Wano Kuni. Und er hat sich auch zum Beispiel in eine Geisha verliebt sogar, darauf gehen wir ja später ein. Vor allem ist Orochi ein extremer, grausamer Tyrann. Unter seiner Herrschaft erlitten die Einwohner von Wano Kuni große Hungersnöte. Die Beamten unter ihm erzwingen auch hart sein Regime und er arbeitet mit Kaido zusammen, um nicht nur Kuzuki Oden zu töten und erlaubte den Bestienpiraten Wano in eine fast vollständige Einöde zu verwandeln. Außerdem ist sein Regime auf Lügen aufgebaut, dies wird ihm noch zum Verhängnis. Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil dadurch, dass er alles auf Fake und Lügen aufgebaut hat, sein Regime, wird am Ende die Strohpanne und Momonosuke die Wahrheit ans Licht bringen und dann hat er ein ganz großes Problem, dann werden wahrscheinlich auch sehr viele Samurais dann auf die Seite von der Strohhütte sein und das könnte ihm zu Verhängnis werden, somit könnte er gestürzt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ihm ist eigentlich scheißegal, was mit seiner Bevölkerung passiert, beziehungsweise entweder ist es ihm nicht bewusst oder er scheißt einfach drauf. Ich glaube, das ist beides so irgendwie. Hauptsache der Hauptstadt geht's gut, aber den Rest ist ihm scheißegal. Das sieht man auch daran, dass er einfach das ganze Essen auch wegschmeißt, dass ihm nicht gefällt. Und dann haben wir halt ganz viele Leute, die halt hungern. Auch ganz interessant und da sieht man auch, dass er ein verdammter Tyrann ist. Auch wenn er nicht so aussieht, muss man dazu sagen. Kurosumi Orochi hat sich als ziemlich scheinheilig erwiesen, während er als Helfer den Sieg über die Kozuki-Familie propagiert wurde und Wanos Isolationismus aufrechterhielt, hat sich Orochi mit Kaido, einem Piraten, verbündet, der wiederum verschiedene Verbindungen zur Außenwelt hat. Das ist quasi ein Widerspruch. Außerdem hat er sich auch mit den Leuten der CP0 in Verbindung gesetzt, quasi auch mit der Außenwelt, indem er CP0-Agenten für Verhandlungen in sein Schloss einließ und Vegapunk als Zahlung forderte, brach er effektiv die Isolationspolitik und das Gesetz, das er von den Kozukis verteidigen sollte, für seine eigene Agenda missbraucht quasi. Das heißt, es ist eigentlich ein Widerspruch, weil er eigentlich den Isolationismus aufrechterhält, aber hinter dem Rücken Verbindungen zur Außenwelt halt, also auch ganz interessant, könnte ihm auch noch zum Verhängnis werden, finde ich. Er ist auch ein Typ, der sehr schnell wütend wird. Zum Beispiel, wenn man ihn auslacht, wie in den letzten Kapiteln gezeigt wurde, ist er richtig ausgerastet. Er ist auch so kleinlich, dass er jeden, der ihn beleidigt oder auslacht, gnadenlos angreift. Egal, ob es sich um einen Mann, eine Frau oder ein Kind handelt. Somit besitzt er eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich eine Ehre. Weil er wollte Otoko wirklich dann abschlachten, nur weil sie ihn ausgelacht hat. Ganz interessant, finde ich. Es schien aber, als wäre er in Komurasaki verliebt und er wollte sie halt immerhin heiraten. Ob die Gefühle echt sind oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber er wollte auf jeden Fall sich eine Frau zulegen, weil sie halt verdammt hübsch war und er war halt schon doch ein bisschen traurig, wo dann ein Kyushiro sie in Anführungszeichen aufgeschlitzt hat. Ob sie tot ist oder nicht, kann man jetzt nicht sagen, aber ich sage natürlich wahrscheinlich nein. Aber auch ganz interessant, dass er doch schon sich in eine Frau verlieben kann und doch ein bisschen einen Ticken Gefühlen hat, aber eher egoistische Gefühle hat, sagen wir es mal so. Jetzt kommen wir mal zu der Prophezeiung von Lady Toki. Das finde ich sehr interessant für seinen Charakter. Und zwar sagte Toki folgendes: In 20 Jahren wird unsere Rache in einer Mondnacht entfesselt. 9 Samurais werden kommen, um sie niederzuschlagen und die Grenzen von Wano Kuni zu öffnen. Und trotz seiner fehlenden Angst um die Weltregierung leidet Orochi offenbar an Paranoia. Wie Kishiro feststellte, hat er Angst vor der unheilvollen Prophezeiung, dass er entthront und getötet werden würde. Selbst seine Untergebenen glauben nicht daran, also auch ganz witziger Fakt, finde ich. Die haben auch eigentlich quasi fast ihn ausgelacht, dass er immer noch daran glaubt. Orochis Angst davor hat sich einfach bewahrheitet, auch ganz wichtig, finde ich. Diese Befürchtung wird durch einen verdeckten Anhänger der Kozuki-Familie untermauert, der angibt, dass Orochi den Einsatz von Waffen verboten hat und sowie Kendo, Karate und Judo-Dojos verboten hat, um Dissidenten die Mittel zu nehmen, um eine Rebellion zu provozieren.
Das heißt, er hat schon Vorkehrungen getroffen teilweise. Jetzt kommt zum einen sehr, sehr wichtigen Punkt, was ihn wirklich am meisten ausmacht, warum ihn viele Leute auch hassen und warum Oda eigentlich das extra gemacht hat, weil ich finde, Oda hat es eigentlich doch schlau gemacht. Ich war auch am Anfang erst sehr unzufrieden, weil ich dachte, der Shogun wird Badass sein, ein richtiger Ehrenmann, zumindest, was heißt Ehrenmann, zumindest so ein krasser Badass-Charakter sein, der halt böse ist, ist zwar Orochi, aber ist halt eher so lappenhaft. Aber ich werde euch erklären, warum Oda das extra gemacht hat, weil dazu habe ich irgendwie nicht nur unbedingt eine Erklärung, aber so ein bisschen meine Meinung. Außerdem scheint Orochi ein unehrenhafter Samurai zu sein. Für mich wirkt er halt nicht wie ein Schwertkämpfer. Das sieht man zum Beispiel daran, dass er im Kapitel 932 seine Schwertscheide weggeworfen hat, nachdem er Otoka angreifen wollte. Das heißt, die meisten Schwertkämpfer, wie wir jetzt kennen, wo richtige Ehrenmänner sind, also die meisten Schwertkämpfer werfen ja nicht ihre Schwertscheide weg, wisst ihr, wie ich meine? Die haben sie halt immer dabei oder lassen sie irgendwo dran. Die werfen die ja nicht einfach so auf den Boden, so als ob es so ein Stück Scheiße ist, weil die gehen mit ihrem Schwert gut um. Ist für mich so ein Zeichen, dass er nicht wirklich ein traditioneller Schwertkämpfer ist, beziehungsweise sogar im Schwertkampf sogar sehr, sehr schlecht umgeht. Und zwar sieht man es zum Beispiel auch noch daran, als er dann Otoko angreift, schafft er es, die nicht mal zu treffen. Ganz komisch. Man sieht, dass er nicht wirklich gut damit umgehen kann. Also ganz ehrlich, ihr könnt mir nicht erzählen, dass Orochi ein guter Schwertkämpfer ist. Das kann mir kein Mensch erzählen. Wahrscheinlich auch so eine Lüge von ihm, dass er dann zwei Schwerter-Stil besitzt. Er hat zwei Schwerter, aber kann damit gar nicht umgehen. Das heißt, für mich ist er ein Charakter, der sich wirklich auf seine Frucht verlässt und ganz sicherlich kein Ehrenmann ist und kein ehrenhafter Samurai war oder nie werden kann, denke ich. Es gibt ja sogar Theorien darüber, dass er das Schwert, was Orochi besitzt, von Oden geklaut hat, beziehungsweise nach dem Tod an sich genommen hat. Sieht man auch daran, aber er kann damit einfach null umgehen. Das heißt, er hat einfach nicht nur, dass er das Schwert geklaut hat, ich glaube auch, dass er in Oden, Kozuki 1-1 keine Chance hatte, dass es auch eine Lüge ist, dass Kaido ihn eigentlich getötet hat und Orochi nur daneben stande. Was aber natürlich sein kann, dass er ihn erpresst hat und so hinterrücks angegriffen hat. Und aber ich denke, er wird hauptsächlich mit seiner Schlangenfrucht kämpfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wird für zukünftige Kämpfe sehr wichtig sein. Und das war eigentlich im Groben sein ganzer Charakter. So tickt halt ein Orochi nun mal. Und jetzt kommen wir zu der Sache, warum glaube ich, dass Oda ihn so gemacht hat. Und zwar ist eigentlich Orochi von den ganzen Erzählungen, was wir gesehen haben, das komplette Gegenteil von Oden. Das finde ich ganz wichtig, weil so kann man vielleicht ihn besser verstehen, warum Oden getötet wurde, warum jetzt ein Orochi an der Macht ist, weil er halt einfach Oden verraten hat, beziehungsweise wahrscheinlich war Oden so sogar sehr, sehr neidisch auf Oden, weil er den Titel bekommen hat und er nicht, weil vielleicht er zum Beispiel sehr, sehr schwach war im Schwertkampf und halt nicht in Frage kam, weil er erstens kein wirklicher Kämpfer war, er war nicht wirklich schlau, das heißt, er hat wirklich sehr viele negative Punkte. Ich denke auch in Wano Kuni wird quasi der Shogun ausgewählt von den ganzen Familien und Orochi war vielleicht in der Kurosumi-Familie, war aber nicht sehr begabt, hässlich und so weiter, er wurde halt nicht ernst genommen. Dadurch könnte er vielleicht neidisch geworden sein, so eine kleine Spekulation und Theorie von mir, und hat sich dann quasi mit Kaido, einem Piraten, verbündet, um halt Shogun zu werden. Und die ganzen Lügen ist er jetzt das. Und so kann man ein bisschen besser verstehen, die ganze Geschichte zwischen den beiden vielleicht. Und es wäre eigentlich ganz interessant, wenn man dann sieht, boah, Orochi ist zwar hässlich und so ein Lappen, aber er wurde halt nicht beachtet, er hat halt nichts wirklich drauf, hat aber dann die Schlangenfrucht vielleicht gegessen, ich weiß nicht, wie er sie bekommen hat. Und ja, so könnte ich mir das Ganze sehr, sehr gut vorstellen, warum Oda ihn so eingebaut hat, warum er so ein Lappen ist. In seiner Frucht könnte er noch heftig sein, aber ich denke, sein Charakter ist extra so geschmieden und ich denke, in Zukunft werden wir ihn besser verstehen. Also ganz ehrlich, bis jetzt finde ich Orochi auch nicht einen guten Charakter, aber durch die ganzen Erklärungen kann ich mir vorstellen, dass Oda ihn sogar so macht, dass man ihn nicht jetzt hasst, aber so ein bisschen nachvollziehen kann, warum er so und so geworden ist. So Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Ist mal wieder ein Format, wo ich wieder mal raushauen wollte, und zwar One Piece Aufklärung über Orochis Charakter. Gebt dem Video doch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Anime Banger. Put some ice up on that bitch. Okay. Shit, boy, your D in the kitchen. What?